mal so richtig über irgendwas ärgern, kann es durchaus Sinn machen, sich bei der Lokalzeit zu melden. Helga Schneider aus Windeck hat das gemacht. Sie hatte oder hätte möglicherweise ihr Haus verkaufen müssen, denn die Rentnerin sollte 28.000 Euro für eine Straße an die Gemeinde zahlen, die sie nicht wollte und die zu allem Überfluss auch noch quer durch ihren Garten gehen sollte. Vor einem Jahr haben wir darüber berichtet und jetzt scheint es ein Happy End zu geben. Genau hier, wo sie die Blumen gießt, sollte die Straße durch Helga Schneiders Grundstück verlaufen. Jetzt darf sie wieder selbst planen, wie sie ihren Garten gestaltet. Diesen Teil hatte die Gemeinde zuvor für den Bau der neuen Straße enteignet. Doch jetzt hat sie signalisiert, die Straße, die von dieser abzweigen sollte, kommt doch nicht. Große Freude. Wir sind alle sehr glücklich darüber, auch meine Nachbarn, die auch Anlieger sind. Denn die geplante Straße sollte das Neubaugebiet mit 8 Grundstücken hinter dem Gartenhäuschen des Nachbarn erschließen. Der Kampf gegen diese Pläne der Stadt hat sich offenbar gelohnt. Dadurch, dass die Lokalzeit Interesse an diesem Fall hatte und auch die Aufmerksamkeit von der Gemeinde bekommen hat, dass dadurch doch einiges geregelt werden konnte, was man ohne Öffentlichkeit nicht gemacht hätte. In dem Lokalzeitbericht vor einem Jahr ging es auch darum, dass dieses Bauland offenbar sumpfig ist. Die Gemeinde gab ein Gutachten in Auftrag. Das Ergebnis? Das Grundwasser in diesem Bereich steht bei 40 cm bis zu einem Meter. Man kann nicht sagen tief, sondern an dieser Stelle muss man schon sagen hoch, was die Bauarbeiten insgesamt sowohl für die Straße als auch für mögliche Bauherren ganz wesentlich erschweren wird. Und das würde außerdem extrem teuer werden. Jetzt hat die Gemeinde eingesehen, dass sie hier einen Planungsfehler gemacht hat und lenkt ein. Zum heutigen Zeitpunkt bin ich der Meinung, dass es nicht richtig wäre, die Straße zu bauen. Das Echo der Anwohner geht in die gleiche Richtung. Wir haben also in dem Zeitraum Januar und Februar diesen Jahres Gespräche mit allen Anwohnern und Anlegern geführt und es war keiner für den Ausbau der Straße. Und dem muss man natürlich auch versuchen, irgendwo Rechnung zu tragen. Die Anwohner sollen die bereits enteigneten Grundstücke zurückbekommen. Allerdings, die 1.000 Euro, die Helga Schneider und ihre Nachbarn schon bezahlt haben, gibt es wohl nicht zurück. Die seien für das Prüfverfahren draufgegangen, so die Stadt. Doch das bringt hier offenbar niemanden mehr aus der Fassung. Wenn wir dafür keine Straße bekommen, dann kann ich die 1.000 Euro gut verschmerzen. Es ist ein kleines Schmerzpflaster. Es tut zwar weh, aber das ist lieber dieses Schmerz.